Optimus schickt seine Pokémon raus, er kennt sich mit ihnen super aus, meint er. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Unite mit mir, dem Terminus, der einfach nur hoffen kann, und das ist traurig, nur hoffen kann, dass unser Jungler beide Junglemons besiegt. In letzter Zeit ist das so ein Trend, die machen das nicht mehr. Die nehmen sich eines und gehen dann unentwickelt auf Lane, sterben und geben auf. Und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, doof. Auch, ja. Kann man so sagen? Doof? Doof ist ein Wort dafür? Ich finde es doof. Oh, die kämpfen schon. Fuck you. Geh mich auf den Sack. Ich sag auch immer Pika und so, und du weißt schon. Haha. Komm mal her, dass ich Pika nicht absnacken kann. Nee, nicht darunter. Komm her, du hässliche Ratte. Setz einen Move. Deren Jungler ist da. Und wir haben die Bienen komplett übersehen. Heute spiele ich aber auch wie ein Nichts. Ich bin vermutlich tot. Okay. Untere Lane. Ziemlich schlecht. Er ist entwickelt. Das sehe ich zumindest gern. Ne, nix gather hier. Das funktioniert das nicht. Weiß nicht, ist okay. Ich würde mich entwickeln. Sehr schön. Das Ding ist nur Level 4 tatsächlich. Das Ding ist Level 7. Nicht tun. Nicht tun bis Jungler. Das ist schlecht. Ja, er kommt raus, ich nicht mehr. Wenn er es richtig macht, killt er sie. Er macht's. Naja. Waren dann zu viele. Kommt einer von denen runter? Ist die Frage. Ich sag nie. Doch? Was? Das ist nicht normal. Du bist auch fast angedamaged. Und damit meine ich, du bist sehr angedamaged. Blättertanz, immerhin. Sehr wichtige Edition zu meinem Angriff. Ich komme helfen. Mach das bitte weg, danke. Da will ich nicht drin stehen bleiben. Weiter pushen lohnt sich nicht. Wir haben halt keine Punkte mehr. Das Ding hatte jetzt 6 Punkte. Ich hoffe, das sind alle Kills wert, die es jetzt kosten wird. Weil hier ist Greedent. Der haut zum Glück ab. Ehrlich gesagt hätte mir das einfach stehlen können. Der hätte mir einfach stehlen können. Und mit mir meine ich uns. Also auch unser Jungler hätte halt dann den Jungle nicht. Das ist schlecht. Darf ich bitte um diese Mauer herum? Ja, das haben sie jetzt gut vorbereitet. Am liebsten würde ich meine 11 Punkte jetzt für deren Team da reinschmeißen.
Geht aber nicht. Hat er bekommen? Die sind hier. Wie schnell der rennen kann! Guck, wie schnell er ist, während ich im Blättertanz bin. Da oben ist ein Gengar. Muss ich vielleicht nicht sagen, dass das auch schlecht ist. Könnte ich noch was machen? Wird aber alles unangenehm. Jo. 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 Geh weg. Unrat. Je nachdem, wie ich jetzt farme, ist Level 13 drin. Weil ich bin Level 12 vor Minute 3. Ich habe eine ganze Minute, um aufzuleveln. Ich habe auch die Ulti. Und wieder guckt niemand in den Jungle. Ist das schon Greenland? Das ist gut, kommt drauf an, wie viele von uns jetzt noch sterben. Oh! Greenland ist da oben. Auch sehr schön. Ich werde jetzt auf jeden Fall Level 13. Touch. Lutsch. Gut, gut, gut. Eigentlich finde ich, er sollte jetzt da oben nicht sterben. Wer ist denn das? Pantimos. Ich meine, kann er machen. Rat ich von ab. Und jetzt ran an den Speck. Er ist ganz recht, wenn Blättertanz tatsächlich abklingt. Ich werde dir nicht helfen können. Willst du mir bitte helfen? Sind wir als Vorteil? Ich hab's nicht gesehen. Lasst euch jetzt nicht von dem lustigen Pinatamon töten. Das war... nicht schlecht für ihn. Die Wand war dafür extrem schlecht. Ich muss mich schon wieder heilen. So wie die Ding nicht anfangen, glaube ich fast. Wir sind nicht im Vorteil. Aber wenn ich jetzt rotzfrech score. Nee, ich fange an. Da kann ich nicht rotzfrech scoren. Hilf mir, hau drauf. Heil mich. Ja! Ein Zapdos-Kampf gewinnen. Ja, leck mich am Arsch. Ist das Absicht, dass niemand von euch abgibt? Dann mach ich's, wenn ihr so arschenlang dann. Komm, gib ab. Do it. Go!
Das ist okay. Ihr könnt nichts mehr. Ihr könnt mich nicht mal töten. Danke, dass mal ein Teamkampf gewonnen wurde. Danke für jeden neuen Marci. Leck mich am Arsch. Das war das erste Mal. Das erste Mal heute und ich habe 6, 7, 8 Kämpfe gemacht. Dass mehr als 3 Leute in der Mitte waren am Ende von meinem Team. Das macht mich traurig. Aber ich bin gerade in einem Hochgefühl. Finde ich okay. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Temmias raus. Bis dahin. Baba!